Du, heute mein Einsatz ist bei zwei Katzen, nämlich ein Kater, den Charlie, und Kätzchen, die Luna. Und der Charlie, der pinkelt und kotet aufs Bett. Und jetzt gucken wir mal, warum das überhaupt so ist. Und du bist ein sanfter Riese immer, ne? Ja. Er ist auch viel Fell, er ist nicht dicker. Nein, viel Fell und einfach so gemütlicher Babybleiser. So, liebe Tanja, wenn du mir oder wenn du uns jetzt mal so erklären würdest, was ich für dich tun kann, beziehungsweise wo das Problem liegt. Also das Problem liegt darin, dass der Charlie. Es war jetzt ein Monat circa nicht, also echt gut, ein Monat hat er mir jetzt nicht ins Bett gemacht. Und dann haben wir eh genau aufgeschrieben, wann es die letzten zwei Mal jetzt wieder war. Ja. Das muss ich dokumentieren, oder was? Mhm, sehr gut. Die letzten zwei Mal waren am Samstag, den 5. Ja. Und dann am 9. wieder, meinte Jana. Ja. Und es ist so, dass ich habe jetzt ein paar Sachen beobachten können. Okay, also ich habe jetzt mal drei Klos aufgestellt. Die da hattest du die vorher auch schon, bevor wir uns getroffen haben? Zwei. Und wo waren die Klos, wenn ich dich fragen darf? Also die Kiste? Da Kisten. Und da hinten. Also im Wohnzimmer. Mhm. Wohnzimmer zwei. Mhm. Gut. Und jetzt sind wir frei. Und ich habe den Zusammenhang jetzt einmal so entdeckt, dass wenn das alles frisch gewaschen ist, dann macht er mich besonders gerne rein. Ja? Also, aber ich habe nichts umgestellt an Waschmittel oder so, also das ist alles genau dasselbe. Mhm. Am Anfang dachte ich mir, es ist eben mit dem Trockner, dass es mit dem Trockner was zu tun hat. Dann habe ich aber ausprobiert, es ohne den Trockner zu machen, also mit ihm einfach so Luft trocknen lassen. Genau das gleiche Problem. Mhm. Dann habe ich jetzt eine Decke gehabt, die habe ich jetzt echt lange nicht gewaschen, ja? Einfach zum Schauen. Ja? Ja. Und habe dann quasi die weiterverwendet und da war nie irgendwas. Habe ich offen lassen können und es war nichts. Gut. Ich habe dann auch probiert, eine Zeit lang Sachen, die ich schon getragen gehabt habe, ja, ins Bett zu legen. Ja. Das hat nichts gebracht. Okay. Also ja, es geht um diesen Gesamtgeruch sozusagen für ihn. Sobald du praktisch die ganze neue, die Bettwäsche einfach wascht, ist ein Hoppala. Genau. Dann passiert etwas. Was ich mir dann auch, am Anfang habe ich Angst gehabt davor, weil die Türe ist nämlich nicht fix, also die ist so provisorisch, die war da vorher nicht, ja. Aha, okay. Und jetzt ist noch in dem Holzteil nichts, wo ich wirklich die Türe verschließen kann in dem Sinne, ja, kann sie aufmachen. Tun sie es auch. Ja, er, sie überhaupt nicht, gar nicht, aber er ist halt einfach extrem. Mhm. Und dann habe ich teilweise Angst, dass wenn ich auch im Bett liege und schlafen will, dass das passiert, aber da ist gar nichts. Also sobald ich drinnen bin, ist nichts. Selbst wenn du die frische Bettwäsche hast. Genau, das war jetzt gestern Abend. Du liegst frische Bettwäsche, du liegst drinnen und es passiert nichts. Genau. Das heißt, wir haben die Stabilität von dir, ja, da drinnen. Mhm. Und wenn er, also wenn ich mit ihnen mit dem spiele, ich habe nämlich auch die Angel, ja, er zieht sie immer ins Bett. Also das Bett ist wirklich sein Rückzugsort, sage ich mal, wo er einfach für ihn alles passt. Und er liegt auch am liebsten im Bett. Also wenn sie, ist ihr Lieblingsding ist da oben. Mhm. Und wenn er die Wahl hat, dass er, weil er sitzt immer da vorne wie im Schlafzimmer. Sie ist es eigentlich wurscht, mhm, aber für mich ist wirklich das Schlafzimmer so der größte Punkt quasi. Mhm. Und das ist immer noch was aufgeschrieben. Wie sanft. Sie ist natürlich die volle Jägerin, die ist total sanft. Ja, voll. Ah, aber das sind so wichtige Punkte, die du mir jetzt sagst. Jetzt hast du noch was aufgeschrieben. Ja, noch ein paar Sachen. Dass sie war immer schon so wie jetzt. Ja. Und er war am Anfang auch genauso, wie er jetzt ist. Ja? Mittlerweile muckt er aber auch auf. Mhm. Und also sie haben letztes Mal ein Machtkämpfe sind nämlich geschlimmes, ja, aber letztes Mal habe ich gerade brillantisch. Also das war echt, da liegt er dann auf ihr drauf, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ja, ja. Und ist so wirklich, ich habe das glaube ich sogar fotografiert. Das ist gut. Das ist gut. Und er läuft, boah, noch zwei Sachen, mit denen ich überhaupt nicht verstehe, was das sein soll. Und zwar, dass er läuft extrem oft herum und Monster, das hab ich nicht gefühlt. Ja. Und haut mir alle Handtücher runter. Immer. Dann rennen wir umeinander und ruft auf die Badewanne rauf. Und das, ich schwör's dir, das war in letzter Zeit schon so belastend, weil ich einfach nicht rückrufen konnte, ja, ohne dass er
Was hast du denn gemacht, also, oder was machst du denn, wenn der jetzt losrennt und die Handtücher runterwirft? Am Anfang sage ich immer so nein, dann schaut er mich eh meistens an, dann schaue ich ihn so richtig streng an quasi. Ja. Ich habe auch mal Spritzer und ich probiere es immer so, ich halte das Spritzer nur hin, aber tut noch nichts. Ja. Und wenn er dann weggeht, passt alles, dann lasse ich es. Wenn er aber weitermacht, dann beginne ich zu spritzen. Und weitermacht mit dem dich anschauen oder weitermacht mit dem Werfen? Genau, okay. Und wenn das nichts nutzt, dann bin ich einfach so in Rage, dass ich einfach aufstehe und ihn richtig und dann also so richtig langsam. Gell? Und dann? Letztes Mal hat er sich so richtig untergeben, aber man hat sich hingelegt am Rücken und hat mich so angeschaut. Mhm. Aber das war jetzt auch nur einmal, und sonst geht er halt weg und schaut mich nicht mehr an. Also das heißt, eigentlich beschäftigst du dich immer dann, wenn er etwas tut. Ja. Nämlich etwas jetzt im negativen Sinne für dich, wo du sagst, mein Gott, warum tut denn der was? Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja doch eine Beschäftigung, selbst wenn du ihn reglementierst. Also reglementieren ist in Ordnung und das gehört auch, ja, also muss man Grenzen setzen. Aber auf der einen Seite ist es halt immer so, anders steht die Mama jetzt auf, ja, und kommt zu mir. Und dann sagt die am Anfang, weil du hast gesagt, am Anfang sagst du eigentlich noch, na nein, hör auf, dann könntest du ihn aber gleich sagen, ich liebe dich, weil dann sagst du es ja nett. Mhm. Das heißt, was wir tun ist, reglementieren ist schon wichtig, aber dann tun wir es in der Form und in der Art, dass du ihn auch erschrickst eigentlich. Ja, das mache ich aber. Also, aber gleich erschrickst. Ich kann dir zeigen. Genau, perfekt, das wäre super. Und wenn man es nicht hilft, das Erschrecken, dann machst du Folgendes, du ignorierst sein. Weil er kommt dann nicht zu dem Ziel, zu der Mama, die dann einfach sagt, nein, und schau dir auf und ich erzähle auch und sprichst auch noch und so weiter, sondern du ignorierst es total. So als hättest du jetzt da keine Katze im Haus. Okay. Ja. Dann aber allerdings, wenn er dann draußen fertig ist mit der Wirtschaft und er kommt dann einfach rein, dann bitte ganz viel loben. Dann sagst du, super Maus, und so bist du brav. Ich vergiss das, was vorher war. Also wir müssen ihn ein bisschen umtrainieren. Ja? Weil der ist jetzt einfach konditioniert und er braucht dich eigentlich auch und die Aufmerksamkeit. Und ich muss jetzt sagen, die Kleine, wie heißt denn die Maus? Luna. Die Luna. Und die Luna ist sehr einvernehmend. Das heißt, die nimmt dich. Das, was wir jetzt haben, zum Beispiel das Spielzeug und so weiter, das ist ganz wenig Platz für ihn. Er ist schon wieder gegangen. Ja? Ist er da hinten. Ist man aber viel zu weit weg von dir, weil eigentlich braucht er dich. Mhm. Und jetzt, also, was machen wir denn jetzt bloß? Jetzt ist sie ist ja dynamisch und er ist eigentlich einer, der sagt, hey Mama, wie geht's weiter? Geht das vielleicht auch? Ja. Und das holt er sich dann von dort, von seinen Unarten. Ja. Aber zeig's mir gern. Ja, es ist, die Luna ist halt extrem. Eigentlich fehlt. Sei freie Worte, die hat echt aufmerksam. Und wir wollen ja gar nicht, wir wollen es gar nicht so weit treiben, dass wir ihn dann jetzt anschreien und dass er sich untergeben muss, beziehungsweise untergeben ist es bei den Katzen. Bei den Hunden wäre es ein ich ergebe mich. Mhm. Und bei den Katzen, die sich rollen am Rücken, ist ein ich habe eine Kampfansage. Das heißt, ich habe einen Täter, der mich gerade angreift. Und die sind sehr gescheit, weil die haben nämlich doppelt so starke oder doppelt so kräftige Haxen wie die aus den Vorderpfoten. Mhm. Und die gehen nämlich auf den Rücken. Im Falle des Falles, wenn gekämpft wird, können sie den Täter, so erlegen sie auf die Beute, wegschubsen. Das heißt, der kriegt dann eine Angst und geht in die Kampfposition. Das wollen wir gar nicht machen, weil wir eigentlich wollen wir den Charlie bei der Katzenmama haben. Okay. Aber wie gesagt, dein Erschrecken ist eher ein Liebhaben. Ich finde das auch lieb. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, aufzuschampfen oder einen Koch, sie wird sich auch erschrecken. Deswegen vorher Charlie sagen. Also immer den Namen, den du reglementieren möchtest. Okay. Weil irgendwann wissen die dann, okay, dann gehen wir nichts an. Ja? Am Anfang ist beide, oh Gott, was ist da jetzt passiert? Genau. So. Und das heißt, mit das Scheppern, du kannst ja auch gerne Dapperdosen machen, vielleicht mit ein paar Münzen drinnen oder so. Ja? Etwas, wo du nicht laut schreien musst. Dann lassen wir deine Stimme komplett weg. Nur Charlie, also, oder nur derjenige, der reglementiert, und dann schepperst du mit irgendwas und haust das am Boden. Ja? Dann ist das Thema, dass der dann ablässt von dem Objekt der Begierde, in dem Fall dein Geschirrhandel oder so. Wenn du das aber erkennst, der lässt ab und der geht weg oder der geht runter,
Weil meistens noch einmal scheppern. Genau, noch einmal scheppern. Also du bist jetzt ein bisschen brutaler, ja? Mhm. Die hören uns 6-mal so laut, als wie wir es sprechen. Okay. Deswegen, nicht brav, bist du super. So süß, er ist so lieb, aber schau dir den Schwanz an. Er hat doch immer Angst. Ich werde dir da was anderes draufhängen, du kleines Mäusezähnchen. Was so wichtig ist, wenn er sich aber dann umdreht oder ablässt, er springt runter, er kommt zu dir oder geht woanders hin, dann fängst du sofort an zu reden. Das heißt, das Thema ist, wenn er schlimm ist, dann was macht er mit dir? Wenn er aber sofort auslässt von diesem Objekt der Begierde, lob, sofort. Und auch wenn er, weil er sitzt nämlich immer mit dem unteren Körper, oder? Ja. Da links. Und greift das erst da rein. Dann sage ich halt irgendwas. Und wenn er, dann geht er eben runter und dann schaut er mich an. Soll ich ihn dann auch schon loben? Oder dann noch so anschauen? Nee, anschauen nämlich gar nicht. Und zwar alles, wenn du länger als 2 Sekunden eine Katze anschaust, so sehr du sie auch lieb hast, nämlich in die Augen. Es geht nur um Blickkontakt. Du kannst gerne auf die Schultern, aufs Bauchfell schauen, auf die Füße oder auch gerne nach hinten, aber es geht nur um diesen Blickkontakt. Ja. Wenn du sie länger als 2 Sekunden anschaust, ist es eine offensive Aggression. Und für die sensible Katzen. Also für alle, aber manche beuteln sich ab und so, ist das egal. Und für die sensible, oh mein Gott, jetzt werde ich wieder angegriffen. Das heißt, wir machen gar keine Statue, auch die sollen sich nicht anstarren. Wenn du siehst, dass die, wenn du siehst, dass die sich anstarren oder fixieren, Freezing machen, dann unterbrichst du gleich. Wenn dir klatschen, geht's also aber schnell, ja. Oder du gibst so ein Polster zum Beispiel, wenn du liegst und du siehst, mein Gott, die starren sich wieder an, gibst du ein Polster, einfach nur für den Blickkontakt zu unterbrechen, dann wird das ganz anders, ja. Okay. Es kann nicht sein, dass deine Katze hinter dem Polster einfach nur vorschaut. Du bist viel länger stärker. Das heißt, jetzt schaut die davor und dann machst du halt 10 Minuten diesen Kreis. Das ist ganz wichtig. Du bist viel härter, geduldiger. Also nicht härter, sondern du haltest mehr durch. Ja? Also, weil die sind nämlich wirklich hartnäckig. Also die können das ganz super. Man sieht aber, wir können sie super ablenken. Ja. Also mit dem Frieden ist er richtig begeistert und so weiter für ihn, wenn wir noch finden, was für ihn scheint. Das ist ja das Problem, dass sobald ich mich da einbringe, ich liege immer so da. So. Du bist immer in der Richtung? Ja, ich liege immer so. Okay. Und sie kommt dann einfach immer sofort und legt sich daher. Ich habe aber seitdem eben, das war mit dem habe ich das mal wirklich angefangen zu beobachten und tue sie auch echt oft weg. Und hol mir den Schal wirklich her und sage, okay, mach mal probieren. Ja, also, wie geht's? Gut eigentlich. Sie ist dann, dass man am Anfang so viel ist. Das habe ich schon gemerkt. Ja, sicher, aber bitte. Es geht jetzt schon ein bisschen besser. Du holst ihn, indem du ihn rufst oder so und lockst, oder nimmst du ihn einfach und holst ihn zu dir? Alles. Okay, das mit dem jemanden holen, das lassen wir aus. Okay. Aber wir versuchen immer wieder, so wie du machst, locken. Und sieh, dass sie auch immer genug Platz hat. Also, sie kann gerne daneben sich auch ablegen. Ich weiß, wenn sie dich besetzen möchte, dass sie sagt, nee, ich. Du bist meins und also der nicht. Ne? Ja. Und gerne auch, du hast hier daneben, ich würde dir sagen, du hast super Sessel. Wenn du hier liegst, gib dir doch einen Sessel hier hin und das ist dann sein. Wenn du nicht da bist, ist das ja, weil dein Geruch und es ist einfach, oh, das ist das Schönste. Und wenn ich halt mich herlege und so und er kommt zu mir, dann legt er sich wirklich, also dann liege ich so da, so, und er ist wirklich, also legt sich daher schon so hart auf mich drauf und also das ist schon, der kommt schon gegen die Tür dann. Gut, das gut. Ist schon sehr dafür auch nicht mehr. Gut, und das ist nämlich so wichtig. Immer wenn er sowas erwischt, ja, so bis, ja genau. Das ist so wichtig, ist immer wenn er irgendetwas erwischt, also wo du sagst, das ist sein Durst, den wir den fördern wir, den wir ihm Beute machen, dann loben wir den. Aber wenn er es einmal, also wenn wir spielen und er erwischt es einmal, er lässt es nicht mehr los. Dann ist es, da kann ich auch mit Leckerlis kommen, es ist wurscht. Es ist, weißt du, er ist so ein ängstlicher und schüchterner Typ. Wenn du jetzt einmal, weißt du, stell dir vor, du bist so ängstlich und schüchterner Typ und du hast jetzt einen Mann ergattert, den lässt du nicht mehr los. Voll, ja. So, das heißt, ungefähr musst du dir das vorstellen. Das heißt, eigentlich habe ich Beute gemacht. Merkst du schon, wie viel Aufmerksamkeit er hat?
Er geht dorthin und wie du sagst, er macht die Pfote rein, schaut zurück zu dir, also gibt die Pfote weg, schaut zurück zu dir und wartet eigentlich auf ein du bist brav oder du bist schlimm, wenn du einfach so nett sprichst, ja, und das ist seine Aufmerksamkeit, die er sich abholt. Es sind auch da Begegnungen, ja, also immer wenn du sagst, das ist etwas, was wir nicht mehr machen wollen mit ihm oder was wir nicht fördern wollen, so heißt er, das ist aber wenn er dann zurückkommt, dann ist er, wow, der Beste auf der Welt, ja. Okay. Das ist auch meine Haut. Ich habe da irgendwo eine so eine Musikbox stehen, ja. Ja. Also er haut, mittlerweile ist auch schon ein super Sache, aber das ist so schräg, der haut, und die Musikbox ist echt nicht leicht, ja. Ja. Und der haut von immer und überall alles runter. Ja. Sag, bin ich dann auch, wenn die stehen mit meistens auf dem Kastel und dann haut er es zum Beispiel runter, bin ich dann im nächsten Moment gleich lieb oder nicht? Komplett ignorieren. Okay. Also da tun wir gar nichts, sondern da tun wir es einfach ignorieren, als würde ich meine, pass halt auf deine Sachen auf, was dir geklaut und so weiter. Schau, vielleicht kannst du wieder doppelseitig geben, dann kann die Kerzen in mir angehen oder so. Das würde ich dann, okay. Aber da wirklich ignorieren, weil egal was du jetzt zu ihm sagst, ist es. Okay. Aufmerksamkeit. Oh Gott, das ist schwer. Ja, also das ist schwierig, ich weiß, ja, am Anfang. Und du merkst aber, wenn der schon, wenn du da liegst und du merkst, der springt uns schon hoch, dann und du weißt, oh. Mhm. Also wenn das in deinem Bauchgefühl ist, oi, da geht schon los, jetzt darfst du reklamieren. Das heißt schon, wenn der hochspringt, Hände klatschen, Zeile sagen, tschau, gehst du runter, aber schnell ist mit dir. Und dann geht er runter und dann super brav. Wenn es aber schon so weit ist, dass er runtergeschmissen hat, dann lassen wir das, weil sonst kriegt er wirklich immer wieder die Aufmerksamkeit. Wir wollen ihm die nicht mehr geben, wenn er irgendetwas macht, was dir nicht gefällt. Super machst du das, Schatzi. Aber wo er wieder die Hosen anhat, das ist beim Fressen, die Luna, setzt sich nicht einmal, das habe ich mich auch fotografiert, setzt sich nicht einmal gescheit auf ihre Hintern, so wie normale Katzen essen. Ja. Und sobald er fertig ist mit seinem Essen, die Luna sitzt so, die ist so. In der Telemark-Position, okay? Und weil er einfach, egal, wenn es ums Essen geht, sie geht dann auch weg. Also wenn er normal ist, sie voll die Hosen an. Nur wenn er fertig ist und sie isst noch und er kommt hin, geht sie weg und isst dadurch halt einfach dann nicht das, was sie essen soll. Mhm. Und außer sie ist wirklich nach so 5 Minuten, dann setzt er sich halt der Ganze hin. Ja? Wenn sie merkt, okay, der Charlie kommt jetzt nicht. Nur da muss ich halt echt oft sitzen und schauen. Und wenn er nämlich schon so angeschlichen kommt, ja, dann bin ich dann so, geh weg. Und dann kann die Luna in Ruhe essen, aber. Genau, und diesen Stress, den du nämlich hast, den haben die nämlich aber 10-fach so viel, und zwar nicht mit dir, sondern miteinander. Das heißt, gerade bei Katzen, speziell wenn wir sagen, wir gehen in die Nassfütterung, dann bitte immer wieder die Futterplätze trennen. Und genau. Links und rechts. Und jetzt ist das so, links und rechts ist noch so Körpersicht auch. Mhm. Ja, also egal, wenn ich drüber schaue, sehe ich dich natürlich, aber es wäre zum Beispiel auch so, wenn du es in der Ecke hättest oder in der Ecke. Das heißt, was du tust, du suchst dir Plätze oder wir suchen uns dann gemeinsam, wo wir sagen, oder du hast zum Beispiel hier deine Pflanzen stehen, links und rechts. Jetzt wäre es zum Beispiel voll, dann hast du das Schüssele immer noch darüber. Allerdings müsstest du die Ecke, wenn ich dir das mal kurz demonstrieren darf. Sehr gut, machst du bis ein. Wenn ich jetzt da, also wenn du jetzt eine Katze bist, also stell dir vor, du bist jetzt eine Katze und du übst natürlich einen gewissen Druck aus auf den anderen, damit er endlich mal verschwindet von seinem Fressplatz, weil du möchtest ja auch reinschauen in den Fressplatz. Mhm. Jetzt geht es um den Körpersicht und um den Augensichtkontakt. Das heißt, der Platz ist gut, aber dann stelle ich diesen Platz, also das Schüsselchen zum Beispiel daher. Jetzt, was wir aber haben, wenn die jetzt hier in Schüssel gehen, können die hier durchschauen. Mhm. Das heißt, wenn du bitte so ein Karton einfach auf die Rückseite irgendwie draufbringst, dass du weißt, ah, die sehen sich einfach nicht. Das ist so cool. Das ist, ich habe euch ja so lieb. Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Man braucht die ja nur, schau dir das an. Man braucht die nur irgendwie beschäftigen und, oh Jesus. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Also wir wollen immer wieder sie beschäftigen, ohne dass wir uns aber bewegen viel. Also nicht Fangball spielen oder verstecken, sondern und zwar nicht, weil wir faul sind, sondern weil die Tiere das nicht mögen. Ah, die, die mögen, dass wir tanzen. So wie du, wenn du da zum Beispiel liegst oder sitzt, bist du super. Das
heißt also hier auf jeden Fall die Futterplätze trennen und du bist der Futtermittelmanager. Das heißt, langsam essen, der langsam isst, darf essen. Der geht meistens noch einmal weg und meistens wird dann aber schon getauscht. Ja, tauschen tun sie nicht, weil sie kriegt nichts mehr. Genau, sie kriegt nichts mehr. Und du merkst aber dann, also gib ihr diese Zeit, also dann setzt du dich daher am Boden von mir aus, gib ihr diese Zeit, dass sie noch einmal zurückgehen kann. Mhm. Und sag ihr auch, oh, sie kommt noch einmal, du sie motivieren bitte. Sie ist, meistens ist es so, dass die das zweite Mal dann noch einmal richtig mampfen, dann weggehen und dann merkst du, sie schlägt sich das Pfötchen und wischt sich dann das Gesicht, sie fängt sich zu putzen an. Und dann weißt du, jetzt habe ich fertig. Okay. Vorher hat die nicht fertig, wenn die nicht anfangen zu putzen. Und klar, und dann kommt der natürlich, ja, und sagt, hey, warte, die ist jetzt weg, ich nehme das oder ich bringe die auch weg. Und dann wird der Ärgste, also da kommt so ein richtiger Streit oder ein Druck rauf. Ja. Und diesen Druck wollen wir ja gar nicht haben. Ich schau mal raus. Genau so. Also, wichtig, Futterplätze trennen. Spielen ist, wir haben schon gesagt, eigentlich ein blödes Wort. Wir jagen, wir helfen ihnen zu jagen. Soll ich das dann, weil jetzt mache ich zum Beispiel so, ich stehe ungefähr in der Mitte und damit sie sich halt so richtig ausbauen, tue ich eigentlich, also ich packe sie mit der Angriffe da so, dann laufen sie und ins Schlafzimmer rein und dann halt wieder raus und die wieder noch im Katz kommen. Soll ich das dann nicht machen? Weil ja, so sondern du bleibst sitzen. Und jetzt kannst du dich schon bewegen. Am Kratzbaum hin zum Beispiel, genau. Und dann wieder weg, jawohl. Du hast es ja gut, also du kannst sie gut bedienen. Vielleicht musst du noch einen Teppich auflegen oder so, wo du sagst, da habe ich ein bisschen mehr Grip. Und du bist aber in einer wunderbaren Position. Genau. Und dann abwechseln, dann kommt sie wieder dran raus. Genau, sehr gut. Und dann kommt er wieder. Also, sehr gut, genau. Also du tust richtig und du bist nicht komplett entspannt. Du kannst dein Leben auch, wenn du mal sagst, na, jetzt nicht mehr zu viel gelaufen oder so, hattest das einfach so, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, einfach nur, und du tust vielleicht telefonieren oder Fernsehen gucken oder so. Ja? Also du kannst ja echt eine ganze Serie durchschauen. Schau mal, dass sie auch zur Ruhe kommen. Also wir sagen so Viertelstunde und dann ist aber wieder gegangen. Voll. Ich habe sie draußen die angegriffen. Ja, perfekt. Oder du hast so tolle Polster, du kannst sie auch mit dem Polster schieben, alles aus dem Augen, aus dem Sinn, dann ist sie drunter und dann brauchst du nämlich nicht immer gehen, ich muss mit die Katzen, sondern da bist du vielleicht da, die Katzen, und dann nimmst du dir deine Angel nach vorne. Ist immer eine coole Sache hinter die Polster. Probier es einmal aus, ob es geht. Ja. Perfekt. Und so schließt du nämlich auch Freundschaft mit denen. Mhm. Weil es geht ja um die Unsauberkeit und das heißt, da gibt es etwas, was nicht passt. Ich habe nur die, aber dadurch, dass dann noch alles und so extrem dreckig wird, habe ich jetzt zwei. Und das, wenn ich, wie gesagt, wenn ich da schlafe und er liegt so gern da. Ja, bei den Fußenden. Und auch wenn ich schlafe, das habe ich jetzt bei meinen Augen auf und so. Und ich schlafe nämlich halt eher hier. Ja. Und er legt dann immer, sie legt sich immer einfach direkt in mein Gesicht, sodass ich alle Haare im Gesicht habe und so wirklich so steigt man auch da rein. Und ich bin immer so, okay. Und nervig halt einfach, wenn man nicht schlafen kann. Dann mach Folgendes. Biete ihr auch einen Platz. Weißt du warum? Weil sie möchte ja auch mit dir Aufmerksamkeit und sie möchte dich halt eben so besetzen. Das heißt, wenn du dann mal eine Folie weg, dann machst du nur Tagesdecke. Und nach dieser Tagesdecke machen wir so, dass du Bettwäsche. Ich verzichte auf die Blumen, ja. Und ihr bekommt hier euren Catwalk. Also diese. Ja, das reicht aus. Wenn du sagst, das hängt gut. Ja. Wenn du sagst, die halt auch so zu zweit bist, weil manchmal kann es sein, dass oben eine liegt und unten oder so. Ich glaube, das geht sich mit dem nicht aus. Ja. Aber räum, ich weiß, man will halt nicht immer abräumen, ja, aber räum das zugunsten deiner Katzen ab. Da sind die Katzen da oben und deine geht hin so und die sitzen. Sie haben halt, was beobachtet es halt. Ja. Ob gedrängt wird oder nein, ob einfach. Ich will auch nicht zu zweit. Dann kommst du einfach rein, machst die Tür auf. Wenn sie rausgehen will, die Frau Hausmeisterin, und einmal schauen will, dann ist gut, dann bleibst du mal kurz stehen und dann sagst du, komm Luna, komm, wir gehen rein, machst dann die Tür hinterher zu. Du beugst dich noch nicht nach unten. Dann gehst du ins Wohnzimmer. Du machst noch nichts hier. Okay. Dann passiert noch gar nichts. Ja? So, dann komm mit, wir gehen ins Wohnzimmer. Okay. Oh Gott. Komm, Schatzina. Okay. So, und dann, jetzt kniest du, also setzt du mal. Und wir gehen nur, wir zeigen nur das Fäustchen. Warum das Fäustchen und nicht die gespreizte Hand? Weil das Fäustchen ist wie ein kleiner Katzenkopf. Und die gespreizte Hand ist im Poniergehabe. Das heißt, wir zeigen das Fäustchen. Und sollte
Genau. Und erst mir, dann kannst du gerne kraulen am okay. Kinn. Mhm. Wenn sie aber sagt, das ist mir noch zu spanisch und ich... Schön ist immer, wenn wir uns auf die Ebene begeben von den Katzen. Und du kannst eins und links und rechts, also nicht voll, also sollte ja auch nicht voll sein, sondern eins, zwei, genau, so. Ah ja, das ist zu leicht, warte kurz. Ist zu leicht. Aber der geht schon, geht schon, geht schon. Die Challenge ist nämlich die, das rutscht auch ein bisschen. Also, siehst du, das wollen wir erreichen. Mhm. Jetzt rutscht die so ein bisschen weg. Das heißt, meistens tun wir dann irgendwie so ein Brettchen drunter mit doppelseitigem Klebeband, den wir uns anklippen. Da kann der wirklich wirtschaften. Aber ich weiß, was ich habe. Das zum Beispiel... Das auch ankleben, weil jetzt ist sie, genau. Ich habe so ein dünner Schatz. Das ist fein. Super, super, Mama. Und den vielleicht geht's. Ja, genau, richtig. Genau. Glaubst du, wird das gehen, dass man das so um. So und umdrehen, genau. Das wird super gehen. Soll ich noch rein? Nein, 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 nicht rein. Und wenn du es aber fixieren könntest, irgendwie. Das da? Ja. Oder schauen wir mal, wie es funktioniert. Also, wenn die beiden haben, glaube ich, noch Lust. Ja. Da ist nichts mehr drin. Ist jetzt noch ein Junge. Ja. Ja, beim Schieben können sie noch mit Mäulchen dran. Das okay. Ist ja sehr, schon mal schon wie gescheit. Ja. Und wenn das aber fixiert ist, Moment, ich zeig dir das. Jetzt tue ich nur meinen. Mhm. Ah. Jetzt muss ich bemühen. Und okay. Du auch gescheit. Also, sie probieren es natürlich mit der Zunge. Ja, ja. Genau, super Maus. Mal schauen, du super. Du auch. Genau, genau, fein. Und das wollen wir eigentlich reinbringen. Mhm. Und dann geht die wieder schlafen. Also sie soll nicht so viel Zeit haben zum Überlegen, was könnte ich tun und wo bin ich territorial und nicht, mhm. Sondern wir beschäftigen die einfach. Ja? Und dann wirst du sehen, wie toll das wird. Und dann löst sich auch dieses Problem. Was den Betrieb und so weiter, das machen, weil das ist das Wichtigste, dass man einfach weiß. Oh, die Leckereien. So, da. Luna. Oi. Super Maus. So fein. Zwei noch und dann ist die Schluss. So, Luna. Ich will das ganz. Und wenn er, da das sieht man eindeutig, das ist gut an der Körperhaltung. Hast du jetzt gesehen, was er macht? Er geht weg und legt mir die Ohren gleichzeitig. Das heißt, er macht schon eine Kampfansage. Ja, Freunde, ja, also das Problem ist, dass der Charlie leider schlecht sozialisiert worden ist. Und das heißt, er ist sehr, sehr früh von seiner Mama weggekommen und ist auch auf dem Bauernhof aufgewachsen worden ohne Menschen. Und hat ein bisschen Probleme auch mit den Menschen dran. Und ist allerdings auch so, dass er nicht gerade gut Freund ist mit seiner Wohngefährtin, mit der Luna. Und jetzt schließen wir Freundschaft und versuchen, die beiden einfach zu gesellschaften und in neue Wege zu errichten, indem wir Catwalks zum Beispiel aufbauen und Spielbeschäftigungen und Futterrituale machen. Also, ich sage euch dann wieder weiter, was dann weiter passiert. Ciao!